Hey ho meine Lieben, es gibt wieder ein Auspacker-Video. Was aus diesem Video noch weiter entsteht, weiß ich noch nicht. Was habe ich bekommen? Wieder mal ein riesen Monsterpaket vom Verrückten, vom Taggi. Und tja, da schauen wir jetzt zusammen rein. Ich habe eine ungefähre Ahnung, was drin ist. Taggi hat mich angerufen, hat gefragt, hätte sie Lust, dieses und jenes mal zum Probieren? Da habe ich gesagt, na klar, kostet dich aber 4 Landjäger. Hat er gemacht. Kein Problem. Okay, dann schauen wir rein, ob meine 4 Landjäger drin sind. Ja, und der Rest natürlich. Tja, dann gucken wir hier jetzt mal rinne. Was er mir da alles eingepackt hat, was ich denn da ausprobieren soll und testen soll. Hey, lieber Grillschanki und Schatzi, wir haben eine kleine Überraschung für euch und die ist ganz nach Taggis Geschmack. Granatenscharf. Probiert unsere scharfen Soßen mit mindestens 86% Chilischoten und zu 100% natürlichen Zutaten. Für eine besonders intensive Geschmacksexplosion. Oh, ich sehe da was. Maple Mayhem. Das ist bester kanadischer Ahornsirup, aromatisiert und verfeinert mit feurigen Jalapenos. Diese und weitere Sorten sowie dem passenden passenden Geschenkboxen gibt es in unserem Shop www.bigtag.de. In diesem Sinne, lasst knacken und viel Spaß mit dem Sprengstoff. Taggi und Else. Oh Gott, ich mag doch nicht scharf. Oh, oh, oh. Prototyp, Chulika. Aha. Ich denke, dieser Prototyp sieht aus wie eine Mischung aus Gruskovac und Slivovitz. Ganz bestimmt, was anderes kann das ja gar nicht sein. Boah, oh Mann, oh Mann, Hilfe, boah, the generous hot sauce, boah, boah, ja, Granaten. Jetzt. Nein. Rausgehen wollen sie gar nicht. Taggi. Funktioniert nicht. Die gehen nicht raus aus der Schachtel. Mann. Also entweder haben sie die Flaschen zu groß gemacht oder die Schachtel zu klein. Oh, Zeluja. The generous Maple. Mappeldings da. Das ist das mit den Jalapenos. Also ich popel die jetzt nicht extra raus. Und ich kann es nicht lesen ohne Brille. Ich werde wahnsinnig hier. Guant Green. Okay. Hua Jalapeno. Naja. Gut, wir werden das ausprobieren. Ich werde mal was ausdenken damit. Witzig, witzig, witzig. Und dann werde ich euch dann natürlich berichten, beziehungsweise das werden wir dann in einem Video machen. Jetzt muss ich mich erstmal schlau machen, wie das zu verwenden ist. Ob das zum Dippen ist, zum Einlegen oder was. Ich habe davon noch keine Ahnung, aber die Ahnung werde ich mir noch holen.
Ja, also, ich habe mal die Granaten vom Taki da. Wir werden sie ausprobieren. Und es wird damit Videos geben. Tja. Das werde ich dann auch im Video probieren. In dem Video? Nein, da gibt es auch. Vielleicht im nächsten Livestream, dass ich das probieren werde. Ja, gut. Ihr wisst Bescheid. Tja, das war's dann schon wieder mit dem kurzen Taki-Auspackerl-Paket. Wo sind meine Landjäger? Taki, meine Landjäger! Mann! Hä? Videoanruf. Ja gut, auch direkt auf den Foto, alle Kacke. Gib mal schnell Mütze. Was soll ich? Der Sohn ist dran. Wer? Der Spanier von vielen. Ja, der bayerische Spassenback. Ah, Junkie! Ach, da war sie. Da, so, da, ja. Oh, Kamera, ja. Oh, Kamera. So, da, alles als Beweis aufgenommen. So, du Vollspack. Du Vollspack. Ja, ich zeig dir, wir haben hier ein bisschen, ach, ich kann ja auch mit der Kamera. Anschiss. Ja. Anschiss. Wir haben hier gerade auch hier Uso-Tasting gemacht. Das ist mir wurscht, dein Uso-Tasting. Du hast mir ein Päckchen geschickt. Du hast mir ein Päckchen geschickt. Ja? Ja, da war ich besoffen. Ja? Wo sind meine vier ausgemachten Landjäger? Da wolltest du auch noch. Ich hab gesagt, es kostet dich vier Landjäger. Ja, da war ich besoffen. Das kann schon sein, das ist mir aber wurscht. Du hast mir vier Landjäger zugesagt, dass ich noch bekomme. Ach, weil du hast das vier Landjäger? Glaub nicht. Glaub nicht. Die sind nicht mit im Paket. Ja, ich schick dir mal was nach. Mein Gott, stell dich doch nicht an, wo sind wir so rumzickt, Mann. Da sind wir die Bayern, weißt du? Die kriegen alles voll. Das sind typische Bayern wieder, die FC ist da unten, weißt du? Hört ihr das? Also das ist schon, sag erst, verspricht der einen was und dann kommt's nicht. Ach so, ich bin da, der Mann, doch, von der Bocke drin. Du vorher aufgefressen, du Arschloch. Ja, habt ihr das gehört, wie der mit mir spricht? Ja. Mann! Grüß euch, MC Pelle! Also, Taki, dein Packerl ist unbeschädigt angekommen. Ja, das ist schön. Was macht man mit diesen Soßen? Ist es zum Einlegen gedacht, zum Dippen? Was bin du? Hast du sie mir erst zum Röhren geschickt, oder? Nee, den Nudeleintopf. Nudeleintopf? Hä? Die Granaten? Die Granaten? Ja, einfach mal hier ein bisschen auf Nudeln drauf, ein bisschen auf Fleisch hier drauf, ein bisschen an den Pupillen zu schmieren, ein bisschen ans Klopapier schmieren, dass die Frau sich da später freut. Leute, ist der ekelhaft oder ist der ekelhaft? Also manchmal ist er unmöglich. Ja, sicher bin ich. Ich hab grad hier so ein scheiß Süßstrümmel gemacht und Uso-Taste hier. Weißt du, was der Beste gerade ist? Jetzt kriege ich auch noch Prügel angedroht von meinem Nachbarn, weil die Frau hat heute dann erstmal mit Taki vor der Kamera gestanden, weißt du?
Jetzt ruht der Mann mir. Du bist doch nicht normal, die ist ratze voll. Ich Was? Sind wir live rein, ne? Ja, live nicht, aber ich schneide da nichts raus aus dem Video. Ja, ich kann ja solche Wörter sagen, wie Spassemacken oder so halt, ne? Hier, dann kannst du ja mal was an deine Spassemacken da raushauen. Ne? Ich schenke dir noch eine Box, Military-Box, für deine Abonnenten. Okay. Hol ich aber eine Dreierbox raus. Ich schick dir die und du verlost sie. Das können wir machen und ich schick's dann weiter. Aber nur mit Hashtag Taki die geile Sau. Was? Nein, ganz mal wieder mit. Ich hau jetzt hier nochmal extra für deine Abonnenten die geilste Säule der Welt hier. Hau ich hier nochmal eine Box halt raus. Okay, aber vergiss meine vier Landjäger nicht. Ja, mach ich dazu, leg ich wieder zu. Ich vergesse auch deine Landjäger. Ich kriegst auch noch deine Landjäger. Alles klar. Okay. Deswegen. Haben wir noch welche vom letzten Jahr, oder? Ja. Ja, vom letzten Jahr. Also Leute, ihr habt es gehört. Sobald das Packel vom Taki da ist und ich dann die Granaten austeste, ausprobiere, da gibt es dann eine Verlosung. Und ja, gibt es die Grillgranaten ja, und... Junkie. Ja? Was sind deine Abonnenten im Wert? General 1, 2 oder 3? Richtig gute? Ja, richtig gute, wa? Da hau mal General 3 Sterne raus. Du hast auch General 3 Sterne gekriegt, oder? Ja? Ja, so, genau die Box hauen wir dann nochmal raus. Ah, da gibt's noch verschiedene. Da gibt's 1, 2 und 3 Sterne, oder? Ja, richtig. Ah, okay. Haben wir wieder was dazu erfahren? Wenn ich ihn mal verlassen will, hab ich ihn natürlich sofort direkt 3 Sterne geschickt. Okay. Alles klar. Du machst das schon. Taki, wir machen gleich weiter. Also Leute, wenn das Video mit der Verkostung von den Granaten kommt, kommt auch gleichzeitig eine Verlosung von so einer Kiste mit diesen 3 Sterne Grillgranaten. Heißen die Grillgranaten? Ja. Okay. Leute, das war's mit diesem Video. Wartet's ab. Das nächste mit dem Granaten wird kommen. Wir sehen uns. Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal. So. Du verrückter Hund, du.